Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan Ehrlich und ich möchte heute mal was ganz Neues starten hier auf diesem Kanal, und zwar eine Videoserie. Wir bekommen ja bei der Redaktion immer relativ viele Fragen zugeschickt zu Anlagethemen, die wir dann meistens per E-Mail beantworten. Und ich dachte, wir machen aus diesen typischen Fragen, die wir da bekommen, mal eine Videoserie, wo wir in jedem Video eine spezifische Frage in einem kurzen Format beantworten. Ich nenne das Frag den Ehrlich und möchte heute mal mit einer Frage starten, die Weltsparen betrifft. Und zwar hat ein Anleger vor ungefähr einem Monat geschrieben: Wie ist meine Anlagesumme bei Weltsparen auf dem Weg von meinem Konto, bis es bei der Anlagebank eintrifft und später auch zurück, abgesichert? Greift ja auch die gesetzliche Einlagensicherung während des gesamten Transfervorgangs? Unter anderem stellt sich damit auch die Frage nach der Absicherung bei der Raisin Bank. Habe ich dort überhaupt ein eigenes abgesichertes Konto? Also, es geht hier um Weltsparen. Wer Weltsparen noch nicht kennt, das Ganze ist ein Anlagemarktplatz. Manche nennen es auch Zinsbroker. Das heißt, ein Marktplatz, bei dem man mit einem einzigen Verrechnungskonto bei Weltsparen bei unterschiedlichsten Banken in ganz Europa Tagesgelder, Festgelder und Kündigungsgelder anlegen kann. Aus unserer Sicht ist das eine gute Sache. Wir empfehlen Weltsparen eigentlich immer ganz gerne. Und die Frage des Users oder des Anlegers zielt eigentlich darauf ab, ja, wie sind denn Gelder entlang des kompletten Anlageprozesses bei Weltsparen abgesichert? Und dazu muss man verstehen, der komplette Anlageprozess beginnt ja beim privaten Girokonto, also bei meinem Girokonto, bei meiner persönlichen Bank. Dort gilt die jeweilige Einlagensicherung. Meistens ist es die gesetzliche Einlagensicherung Deutschlands oder die gesetzliche deutsche Einlagensicherung bis 100.000 Euro, manchmal auch darüber. Und um bei Weltsparen bei einer Bank anlegen zu können, hat man dort ein zentrales Verrechnungskonto. Das läuft auf den eigenen persönlichen Namen. Und dieses Verrechnungskonto wird von der Raisin Bank geführt. Die Raisin Bank ist quasi die hauseigene Bank von Weltsparen. Und man muss auf dieses Verrechnungskonto Geld überweisen, damit man es dann wiederum bei der Anlagebank, bei der man zum Beispiel ein Tagesgeldkonto eröffnen will, investieren kann. Und sobald das Geld bei der Raisin Bank auf dem Verrechnungskonto angekommen ist, gilt die gesetzliche deutsche Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Also die ist fix auf 100.000 Euro begrenzt. Im Prinzip das, was man auch von den meisten anderen Banken kennt. Wählt man dann eine Anlagebank aus, zum Beispiel eine Bank in Italien, Frankreich, Spanien oder Portugal, dann überweist man das entsprechende Geld oder überweist Weltsparen das entsprechende Geld von dem persönlichen Verrechnungskonto, was man bei Weltsparen führt, zu dieser Bank. Das dauert meistens so ein, zwei, drei Tage. Und sobald es dort angekommen ist, gilt dort die entsprechende nationale gesetzliche Einlagensicherung. Meistens oder in allermeisten Fällen ist das auch bis 100.000 Euro und entspricht den EU-Regularien oder den Absicherungsregeln, die auch in Deutschland gelten. Also von den formalen Kriterien ist das völlig äquivalent. Aus unserer Sicht ist dieser Anlageprozess und diese Sicherungskette komplett schlüssig. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Alle Konten laufen, bis auf wenige Ausnahmen bei Weltsparen, auf den eigenen Namen. Das heißt, man hat im Prinzip privates Girokonto, Verrechnungskonto bei Weltsparen und das entsprechende Konto bei der Anlagebank, alles auf den eigenen Namen, alles abgesichert über eine Einlagensicherung. Also eigentlich aus unserer Sicht keine größeren Bedenken. Die einzigen Fragen, die man sich stellen muss, ist Nummer eins: Wie sicher ist die jeweilige nationale Einlagensicherung? Ich habe da mal einige Videos auch dazu gemacht. Das kann man durchaus hinterfragen. Hat aber natürlich auch immer so ein bisschen was mit Glaskugelleserei zu tun. Und wie hoch ist die Bonität der jeweiligen Bank, bei der ihr Geld anlegt? Das kann man, sofern vorhanden, anhand von Kreditratings so ein bisschen beurteilen. Leider ist es so, dass gerade bei Weltsparen viele Banken kein Rating haben, weil die dafür bezahlen müssen. Und solche Ratings sind meistens relativ teuer zu erstellen. Insofern gibt es nur in wenigen Fällen tatsächlich ein Bonitätsrating. Ja, ich hoffe, ihr habt das verstanden, oder es war, nicht verstanden, aber ich hoffe, es war verständlich erklärt. Wenn ihr Fragen habt, die wir in diesem Frag den Ehrlich-Format beantworten sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like hier. Und wie immer gilt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, geht auf unsere Seite. Wir haben zum Beispiel kostenlose Broker und Depots in unserem Depotvergleich, über die ihr ETFs komplett kostenlos besparen könnt. Wenn ihr dort ein Depot aufmacht, dann kriegen wir eine kleine Provision. Das freut mich nicht nur, sondern sorgt auch dafür, dass wir hier unsere Arbeit ein bisschen finanzieren können. Deswegen dafür schon mal von mir einen Daumen hoch. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.